Absolut abnormal. Kann ich nur jedem mal empfehlen, hierher zu kommen. Es ist echt unfassbar. Also die Bänke teilweise hier, wenn einer drauf fällt, die sehen dann auch gerne mal so hier aus. Echt krass, ey. Guck dir mal, fällt da hinten an. Direkt an der Messkletter dran und hat so gedrückt. Hey Leute, was geht ab? Valencia ist und bleibt eine Sache für sich. Das bleibt außer Frage. Und wir von Inside PyroWeb haben uns dieses Jahr gedacht, wir fangen einfach mal Valencia ein. Ich war das erste Mal in Valencia als Kameramann unterwegs, aber eben auch das allererste Mal in Valencia. Im Gegensatz zu Bertram und Stefan. Bertram und Stefan waren ja schon vermehrte Jahre in Valencia und waren aber nichtsdestotrotz wieder überwältigt von dem, was dort in Valencia stattfand. Denn Valencia ist einfach nicht nur ein Feuerwerk, sondern es ist eine ganze Woche einfach extrem atemberaubend. Nichtsdestotrotz möchten wir euch in diesem Video das Best of Valencia 2019 präsentieren, wie wir vergangene Woche euch schon vorgeteasert haben. Es ist aber auch noch nicht ganz fertig nach diesem Best of, denn zum Ende des Jahres möchte ich, da ich ja nicht nur alleine unterwegs war in Valencia, auch nochmal mit den anderen Mitgliedern Bertram und eventuell Stefan noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie Valencia war und wie Valencia auf uns gewirkt hat 2019. Denn dieses Valencia war nicht so wie die letzten Valencia-Palas. Das war wirklich einzigartig. Weiteres werde ich euch aber mit den anderen zum Ende des Jahres noch mal etwas detaillierter erklären. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit guten Aufnahmen aus Valencia während den Palas 2019 und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Danach sehen wir uns noch mal wieder. Erstmal Film ab. Sagen, was man will über Valencia. Valencia ist und bleibt eine Umweltverschmutzung. Also wenn Fallas-Figuren aus Styropor verbrannt werden und riesig schwarze Rauchschwaden in die Luft steigen, das beeinträchtigt halt auch alles die Umwelt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat dieses kleine Best-of 2019 Valencia Fallas-Style gefallen und ich hoffe, wir sehen uns zum Ende des Jahres auch nochmal zu diesem Thema wieder. Jetzt werden wir euch erstmal die nächsten Wochen andere Themen präsentieren. Und freue mich da schon riesig drauf, denn ich weiß nicht, wie gut das bei euch ankommen wird oder wie schlecht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Also Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, haut rein und macht's gut. Bis dann, ciao.